Hi, ist wieder David von Watch David. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar diesmal aus dem Hause Junghans. Guckt euch das bitte mal an. Junghans Max Bill Mega. Die Uhr ist wirklich mega. Die justiert sich gerade selber ein. Ich habe eine andere Weltzeit eingestellt. Eine richtig, richtig tolle filigrane Uhr mit einer über 60-jährigen Geschichte. Die Max Bill ist ja die Junghans-Uhr überhaupt. Und die guten Nachrichten, diese Uhr gibt es auch noch zu gewinnen in diesem Monat. Aber nicht hier bei YouTube, sondern bei Instagram. Und zwar ist das eine Gemeinschaftsaktion von mir und der Uhrenlounge. Und ihr könnt diese Uhr gewinnen. Schaut einfach den Gewinnspielpost bei Instagram an. Folgt dem Kanal von der Uhrenlounge und folgt gerne meinem Kanal. Ihr könnt auch wieder Prints gewinnen aus meinem Shop, wie ihr bereits beim letzten Gewinnspiel gewinnen konntet. Und alle Informationen findet ihr in den Gewinnspielposts, wie gesagt, auf Instagram. Hier geht es jetzt primär um das Unboxing der Uhr, das Boxing vor allen Dingen, das Boxing der Uhr und das ausführliche Review ist bereits in meinem Blog. Link wie immer unten in der Beschreibung. Dort findet ihr alle weiteren Informationen, coole Fotos und alle Spezifikationen zur Uhr. Dort ist auch der Link zum Gewinnspielpost direkt drin zu beiden und die Links sind aber auch hier bei YouTube drin. Ich freue mich hier auf einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat und wie euch die Uhr gefällt. Ich hoffe, wir sehen uns auch auf Instagram. Das ganze Gewinnspiel wird einen Monat laufen. Folgt gerne unseren Kanälen, dann habt ihr die Chance, die Uhr zu gewinnen. Und hier würde ich gerne selber mitmachen, weil ich finde die Uhr einfach nur ganz, ganz stark. Auch wenn man sich die Maße hier anguckt, auch wie filigran die ganze Uhr ist. Ich hätte nie gedacht, dass mich sowas mal anfixt. Ich weiß noch, als kleiner Junge, wenn man in die Schaufenster geguckt hat und hat Junghans gesehen, sowas zumindest bei mir, hat mich nie so wirklich angefixt. Funkuhr hat mich auch nicht wirklich interessiert. Aber wenn ich das heute sehe, auch am Arm, das seht ihr dann ja auch gleich, diese schöne, kleine, feine Uhr am Arm mit dem wirklich ganz dünnen Lederband, was perfekt dazu passt, kann ich nur sagen, wow, was für eine Uhr. Junghans, alles richtig gemacht, mega, 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 wie ich so schön sagen würde. Deswegen ist es auch die richtige Uhr für mich, die Mega-Uhr. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Unboxing und wir sehen uns auf Insta. So, hier ist das gute Stück. Weiße Verpackung, das ist die Umverpackung. Ich hoffe nicht, dass gleich mein Objektiv hier wieder rumzickt. Junghans hier eingraviert. Eingraviert nicht, aber ne, so 3D-mäßig gemacht. Und da ist er auch schon. Die schöne Uhr. Die war natürlich schon mit Folie eingepackt und hier auch nochmal eine schöne Papierlage. Aber ich habe sie schon rausgeholt, weil ich ja schon Fotos gemacht habe, auch fürs Gewinnspiel. Und ja, so sieht die Verpackung aus. Ich hole sie mal raus. Hier ist noch ein schönes Tuch von Junghans mit drin. Und dann habe ich erst überlegt, ist ja komisch, nichts da. Ja, aber hier oben ist dann der Schnäppel zu finden, wo man dann nochmal alles weitere findet. Sprich, Garantie. Und Bettlektüre. Für abends, wenn einem langweilig ist. Ja. Schön gemacht, schöne Verpackung, finde ich gut. Genau, so. Machen wir mal die Uhr. Zack. So, hier ist das gute Stück. Zeige es euch noch mal ein bisschen näher. Jetzt muss ich mal gucken. Klar, das Glas ist schön gewölbt. Da sieht man hier immer schön mein Licht drin. Ne? Aber ist halt eine ganz schicke Uhr, muss ich wirklich sagen. War gerade
bisschen staubig, weil ich das Tuch da drüber hatte. Ich stelle jetzt mal eine andere Zeit ein und jetzt dreht sich wieder die Zeit in dem Fall rückwärts. Das finde ich schon ziemlich cool, ne? Ja. Ansonsten ist das wirklich, jetzt guckt euch das bitte mal an hier, wie schön dünn die Uhr ist und wie schön filigran auch das Lederband ist. Richtig schick. Also es ist halt Bauhaus, ne? Max Bill hat hier was richtig Feines gemacht. Der erste Kontakt von Junghans zu Max Bill war ja in den 50ern. Max Bill war 56 Rektor an einer von ihm mitgegründeten Hochschule für Gestaltung. Und da sind die beiden zusammengekommen. Und dann ging es los. Die ganze Story findet ihr in meinem Blog. Link wie immer unten in der Beschreibung. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen, auch zum radikalen Konzept und ähnliches. Ja, über 60 Jahre mittlerweile ist die Uhr zeitlos wie eh und je. Ja. So, hier sieht man jetzt hinten die einzelnen Zeitsender auf der Welt. Ich versuche jetzt mal ein bisschen näher ranzugehen. Ohne Spiegelung. Dort wird das Signal empfangen. Zeitzeichensender heißen die, meine ich. Kann man auch über eine App einstellen. Die Junghans Mega App. Ich fand, die Uhr kann man auch so einstellen, deswegen habe ich mich jetzt nicht näher mit der App beschäftigt. Ist aber ganz interessant, wenn man irgendwo ist oder weiß, dass man irgendwo ist, in einem anderen Land, wo man die Uhr vielleicht dann nicht einstellen kann, weil man kein Funksignal hat, wo die Uhr sich nicht automatisch einstellt. Dort ist die App sicherlich sinnvoll. Wie gesagt, schaut einfach im App Store unter Junghans Mega. Dort könnt ihr auch nochmal das nachlesen. Ja, ansonsten sehr, sehr schlicht, ne? Junghans steht hier, ja, steht noch nicht mal irgendwie Junghans auf der Schließe oder so, gar nichts. Hier unten steht Junghans Max Bill drauf, wahrscheinlich schwierig zu lesen. Ja, eine sehr, sehr, sehr schöne Uhr. Mega, mega, mega. Ich glaube, für jedes Mega, was ich in diesem Video gesagt habe, wenn ich dafür 10 Euro kriegen würde, wäre auch schön, ne? Junghans, was sagt ihr denn? So, schaut doch mal. Ah, echt tolle Uhr. 19er Handgelenk, 38er Durchmesser. Multifrequenzfunkwerk. J101.65. Das ist eine Eigenproduktion von Junghans. Schön, ne? Ja, das muss man eigentlich heutzutage als selbstverständlich hinnimmt, so ein Design der Uhr. War früher natürlich sehr, sehr außergewöhnlich. Wobei ich es heute auch noch wirklich sehr außergewöhnlich finde. Hätte ich nie gesagt, hätte ich nie gedacht, dass mich sowas mal so anmacht. Ja, tolle Uhr. Ja, schaut nochmal. Und mit etwas Glück gehört diese Uhr bald dir. Freuen uns auf deine Teilnahme und wünschen dir viel Glück. Das war's mit dem Unboxing. So, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich wollte euch die Uhr auch noch mal von vorne am Arm zeigen. Richtig, richtig schick. Hätte ich nie gedacht. Nie, dass mich sowas mal so anfixt. Ich war ja immer ein Fan von großen Uhren. Meine Longines wollte ich sogar in 43 mm holen. Würde ich heute nie wieder tragen. Ich habe sie mir in 41 geholt und ich möchte gerne die 39er Version haben. Aber wenn ich diese Uhr hier sehe, kann ich einfach nur sagen, mega.
Und das sind 38 mm Durchmesser. Ich meine, guckt euch die Rolex an mit 36 mm. Die sehen nicht so klein und filigran aus. Klar, ist eine ganz andere Uhr. Aber ja, es ist. Guck mal hier, wie schön sie aussieht, ne? Hier schön flach. Ja. Wie gesagt, gibt's zu gewinnen. Ich drücke euch alle Daumen. Wir sehen uns auf Insta. Ich freue mich dort auf eure Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Schaut sie euch einfach gerne alle mal an. Und gerne ein Like da lassen. Gerne einen Kommentar, wie ihr die Uhr findet. Ja, in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch was, ne? Macht's gut. Ciao.